Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge FIFA 24 Karriere. Es geht jetzt gegen Leverkusen. Das Topspiel steht bevor. Die sind Zweiter und wir Fünfter. Und ja, nach der letzten Niederlage gegen Hannover hoffe ich, dass wir hier das Blatt wieder ein bisschen wenden können. Gegen Leverkusen ein Sieg wäre natürlich mega, weil dann, naja, von der Tordifferenz, nein, wir können nicht vorbeiziehen. Aber wir können auf jeden Fall mal Dritter werden, wenn Wolfsburg gegen Augsburg gewinnen. Wenn Augsburg gegen Wolfsburg gewinnen. Aber wie gesagt, jeder Punkt ist wichtig. Jeder Punkt zählt. Und ja, darauf kommt es halt eben jetzt an. Der Klassenerhalt ist Ziel Nummer 1. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir viel geschafft. Dann können wir in der Saison darauf, können wir dann um die internationalen Plätze kämpfen. Liebe Zuschauer, ich darf Sie sehr herzlich willkommen heißen hier bei unserem heutigen Spiel. Am Mikrofon begrüßt Sie das gewohnte Kommentatorenteam Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus So, der Bundesliga. Könnte ein wir hatten jetzt zwei Riesenspiel werden. Spieltage Glück. Also Gegen über das Hannover haben wir Spiel eine wurde komplett natürlich unterirdische einiges Leistung geschrieben im abgerufen und Vorfeld. jetzt Ist müssen ja wir hier klar, gegen so Leverkusen. eine Partie Mit einem lässt Unentschieden bin ich niemanden zufrieden. kalt. Ist eine sehr interessante Begegnung, ohne Frage. Ein Sieg wäre natürlich noch Robin Hack. besser. Aber solange Da ist die die Leistung Startaufstellung stimmt, ist der das alles in Gastgeber. Ordnung. Und jetzt ist der Ball geklärt. Ja, geht ja Natürlich schon eine gut gute los. Gelegenheit. Jetzt solche Jetzt aber. Chancen sollten Komm. Sie nutzen. Ja. Oh. Der Kopfball war richtig gefährlich. Aber ganz, ganz stark gehalten. Da kommt die Ecke. Ball wird rausgespielt. Die Chance erstmal vertan. Oh, Ja, da was war einfach das nicht denn? genau genug gezielt. Da fehlt einfach Das die war dann wohl gar Konzentration. nichts. Und da sehen wir die heutige Aufstellung von Bayer Leverkusen. Da ist die Flanke. Befreiungsschlag. Ganz enges Rennen an der Tabellenspitze, Buschi. Ja, da bin ich mal gespannt, wie sich die Situation in den nächsten Spielen entwickelt. Also ganz ehrlich, hoffentlich bleibt sie spannend. Ja, Jetzt gute aber! Hereingabe. Ja! Super Geht Volley. doch! Das war Führung natürlich gegen wirklich ein tolles Leverkusen. Ding. Benes mit dem Tor. Schönes Ding. Schön Da ist nochmal durchgesetzt. die Wiederholung dieser Hier in der Szene. Es Mitte. kommt die Flanke und dann bringt er den Ball im Tor unter. Gar nicht besonders hart, Na, Torwart ist aber ja mit fast noch dran Sorgfalt hat der gewesen. Torhüter nicht gerechnet. Dritte Saisontor für Benes. Leverkusen im Rückstand, jetzt müssen sie reagieren. So, da sieht es aktuell dann schon mal gar nicht so schlecht aus. Oh. Und Wäre jetzt fangt gefährlich ihr nicht geworden, aber wieder an gut mit aufgepasst. den. Mit der Achtlosigkeit. Vielversprechender Vorstoß. Jankovic, Savic. Ah Ball ja, wird geblockt, Savic ist aber es bleibt ja gefährlich. bei Leverkusen. Das Vergaß. ist Sergej Milinkovic-Savic. Macht sich lang und dann hält er diesen Ball. Das ist Sergej Milinkovic-Savic. Wir geben kurz ab ans Studio. Es gibt ein Uhu, bei Tor den in anderen. der Red Bull Arena. Ja, wir haben hier das erste Tor für RB Leipzig. Der neue Spielstand damit 1:1. Gespielt sind 19 Minuten. Danke für das Update. Paul. Ballbesitz ist weg. Berenguer. Oh. Xhaka. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Leverkusen in Da Nächster passt jetzt er Meister auf, Ball geworden, falls ich geklärt. es noch nicht erwähnt hatte. Eine Mega-Saison von Leverkusen. Könnte der Ausgleich sein. Ganz stark. Sie haben Platz. Da ist die Flanke. Gute Parade hier. Und bis jetzt waren wir das hier auch gar nicht mal so schlecht.
Da kommt der Pass. Steilpass kommt an, gefährlich. Ah. Tor, Bayer Leverkusen. Ist der Ausgleich. Ja, da haben sie unsere Abwehr schön auseinandergenommen. Und dann ist das toll gemacht im 1 gegen 1. Wunderbar David. Durchgesetzt. Schade. Benes. Aber noch ist nicht alles verloren. Bis jetzt, wie gesagt, waren wir eigentlich ein gutes Spiel. Robin Hack. Aber das hat Dortmund gestern im Champions League-Finale auch gemacht. Netz. Trotzdem 2-0 verloren. Benes. Ja, die erste Halbzeit komplett verpennt. Nicht komplett verpennt, Entschuldigung. Die erste Halbzeit komplett verpennt, ein Tor zu schießen. Gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Foul, Freistoß und das ist eine gute Gelegenheit. Wenn sie da das Tor geschossen hätten, hätten sie wahrscheinlich gewonnen. Und wer Real kennt, der weiß natürlich, wie Real ist. Die brauchen dann halt eben auch nur eine Chance und danach machen sie ihr Tor. So sind sie quasi fast bis ins Finale gekommen. Gegen Bayern war Bayern theoretisch und jetzt aber oh. War Bayern theoretisch auch die bessere Mannschaft, aber Real hat es halt eben cleverer gemacht. Ne? Wie gesagt, Dortmund kann in der ersten Halbzeit schon 1-2-0 führen. In der Red Bull Arena gibt es ein Tor zu vermelden. Wir geben ab ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Leipzig. Der neue Spielstand lautet damit Spiel also 2-1. 38 Minuten sind gespielt. Vielen Dank. Und das ist schade, ich hätte Dortmund hier. Die stören früh und da haben sie Erfolg. Wird das die Führung? Fast der Treffer, aber Anthony Lopez macht diese tolle Chance zunichte aus kürzester Distanz. Bei der Ecke würden die Fans jetzt zu gerne die Führung bejubeln. Sie bringen den Ball in die Mitte. Aber in der Mitte ist keiner. Und der Ballverlust. Und angezeigt jetzt eine Minute Nachspielzeit. Viel schön. Platz jetzt auf außen. Boah. Ecke kommt in die Mitte. Der Versuch. Und jetzt aber. Oh, was für ein Tor, hä? Was für ein in der 48. Minute. Was für ein Traumtor. Bazzoli. Was für ein Ding packt er hier aus, hä? Das ist klasse. Das ist ein super Volley. Und schönes Tor. Jetzt muss da wirklich alles passen, damit so einer reingeht. Schön gemacht. Bazzoli mit dem ersten Bundesliga-Tor überhaupt und dann packt er hier mal so den Dampfer mal aus. Wir führen wieder. In die Pause. Und jetzt geht's los. Der das ist schon mal top. Oh, Klapper liegt hinten gegen Hoffenheim. Na, vielleicht müssen wir den Klapperern auch noch ein bisschen unter die Arme greifen. Alles ist bereit für Hälfte 2. Leverkusen bislang noch im. Egal. Oh. Jetzt passt nur auf, dass der hier nicht durchgeht. Könnte der Ausgleich werden. Erst die Parade, aber dann geht die Szene weiter. Oh. Der Ball an den Pfosten und wieder ins Feld. Das haben wir auch wieder Glück gehabt, aber der darf niemals so frei da komplett durch die ganze Abwehr gehen. Viel Pech natürlich, nur der Alu-Treffer und das wäre der Ausgleich gewesen. Es hat nicht viel gefehlt und sie wären wieder drin gewesen in diesem Spiel. Ah, aber jetzt bekommen sie erstmal die Chance. Und Tor! Oh, wie geht das denn? 3-1. Tankara, ich habe gar nicht damit gerechnet. Ich habe, ich wollte eigentlich in die Mitte spielen. Schönes Ding. Ich wollte eigentlich da auf in der Mitte spielen und dann kriegt Tankara hier den Fuß so schön hoch. Ganz viel Gefühl und das Ding kannst du nicht mehr verhindern. Schön, Leute. So, warum nicht gegen Hannover auch so? Ne? Dann werden wir jetzt schon, würden wir jetzt schon um den ersten Platz spielen. Zumindest mal auf den, um den zweiten. Zieht ab! Den Ball hält er gut. Wechsel bei Leverkusen. Ecke in die Mitte. Ja, super gemacht. 4-1. Jetzt fällt Leverkusen auseinander. Das war's. Tage, er zeigt, wie torgefährlich er ist. Das war's. Der Treffer nochmal. Erst schön. Die Ecke. Jetzt wechseln wir mal noch ein bisschen. Das ist wirklich top. So gefällt mir das. Und das ist einfach nur ein exzellenter Kopfball. Deshalb ist er da vorne drin.
so schönes Spiel. Ballverlust. Bis jetzt. Hätte ich nie drauf getippt, dass so, dass es jetzt nach 60 Minuten knapp so steht. Robin Hack. Da passt er auf. Dayot Upamecano. Oh, die haben jetzt viel Upamecano. In der Red Bull Arena gibt es ein Tor zu vermelden. Wir geben ab ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für den ersten FC Union Berlin. Oh, der Ausgleich. Neue Spielstand heißt damit 2:2. Gespielt? Der Angriff könnte was werden. Riesenparade, verhindert ihr das Gegentor. Was für ein Reflex. Es bleibt weiter bei diesem Spielstand, aber das war natürlich eine hundertprozentige. Leverkusen mit dem Wechsel. Super Aktion, gut geklärt. Da mussten wir die Info zum anderen Spiel leider unterbrechen. Torerfolg also für Union Berlin. Neuer Spielstand ist damit 2:2. Jetzt ist Leverkusen auch mal wieder da. Leverkusen drückt, hat jetzt aber zu viele Gegentore in zu schneller Zeit bekommen. Ich glaube nicht mehr, dass das hier noch was wird. Benes, die Chance für den Konter. Ja, wir können es jetzt wir geben kurz ab, ruhig angehen lassen. Studio, es gibt ein Tor in der Red Bull Arena. Wir haben hier den dritten Treffer für RB Leipzig. Damit steht es hier nun 3:2. Gespielt sind 67 Minuten. Danke vielmals für dieses interessante Update. Da habe ich gar nicht aufgepasst, was passiert ist. Ah, oh, da geht er vorbei. Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. Den Ball hält er. Klasse vom Schade, der Hattrick für Kankara. Das wäre es gewesen. Jetzt aber. Gehalten von Lopez, immer noch gefährlich. Klasse reingespielt. Gute Aktion vom Keeper. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich, absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen. Ball ist erstmal wieder raus. Toller Zweiger. Savic. Alvarez. Richtig. Das könnte die Gelegenheit geben. Oh, Kodowski. Was macht er denn? Sein. Auf jeden Fall, das war fast schwieriger, den nicht. Ja, Kodowski, den kann man ruhig mal machen. Zehn Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. David. Das ist Sergej Milinkovic-Savic. Das könnte durchaus gefährlich werden jetzt. Glanzparade. Oh, stark von Savic. Tolle Aktion, was für ein Wahnsinnsreflex. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Das ist Sergej Milinkovic-Savic. Granit Xhaka. Xhaka! Den hält er natürlich. Ecke kommt in die Mitte. Befreiungsschlag. Frimpong. Gutes Dribbling jetzt. Abwehr muss aufpassen. Ganz stark. Ja, heute klappt mal alles wieder. Ne? Schöner Ball auf Neubauer. Ah, der liegt nicht so weit vor. Jonathan David.
Milinkovic-Savic ist das. Stark gemacht, das könnte was werden. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Aber Christoph hält uns hier auch weiterhin die 1. Nicht die 0, aber die 1. Da ist eine Gegentor, da konnte er nicht viel Ecke machen. Kommt lang. Hat die Abwehr gepennt. Da geht er vorbei. Beziehungsweise ein schöner Pass und hat die Abwehr quasi schachmatt gesetzt. Sucht die Lücke. Spielt da schön rein jetzt. Damit hat er keine. Jawohl. Wir gewinnen einfach 4-1 gegen Leverkusen. Unfassbar effizient heute hier. Das gibt's auch nicht allzu oft. Klapper verliert 2-1. Dortmund nur unentschieden. Vielen Dank, dass Sie schon so kurz nach Spielende bei uns sind. Vielen Dank für so, dann bin ich mal gespannt. Jetzt geht's aber dann direkt in den Pokal. Da bin ich mal gespannt, inwiefern wir fit sind. Ah. Na egal. Ja, wir schauen mal. Wir gehen jetzt erstmal in den Pokal. Ja, dann lassen wir mal Batmaz und lassen wir sie mal ran. Sind ja auch beide keine schlechten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder im DFB-Pokal gegen Stuttgart. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.